Das sind halt Trennwände aufgebaut. Da liegen Matratzen drinnen und dort hausen dann 2, 3 erwachsene Menschen auf 6, 8 Quadratmeter. Da unten leben einfach wirklich Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Im ganzen Haus, in alle Wohnungen sind lauter Illegale. Das ist ein Horror. Jede Zimmer haben 4 große Betts, doppelte Betts. Und in jedem Bett schlafen 5 oder 6 Leute. Im Keller wohnen auch Leute und angeblich der Besitzer vermietet die Matratzen um 300 Euro. Pro Monat. Pro Person. Man verdient mit diesen Menschen, mit diesen unwürdigen Vermietungen extrem viel Geld. Haben Sie damit eigentlich gut verdient? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil die Praxis gezeigt hat, dass die Herrschaften nicht bezahlen. Der ist freiwillig dahergegangen, den hat ja niemand daher geschickt. Und das Geld, was er da verdient, schickt er heim. Also dann muss er da die Goschen holen. Ob man wirklich froh sein muss, wenn man für eine Matratze am Boden in so einem Haus ein paar hundert Euro im Monat bezahlen muss, dazu haben wir für den heutigen Schauplatz auch ein paar spezialisierte Juristen befragt. Eigentlich ist das Thema in den vergangenen Jahren in den Medien weniger abgehandelt worden. Matratzenlager in solchen Häusern, wo man viel Geld dafür bezahlen muss, dass man sich dann ein Zimmer mit 10 oder 15 anderen teilen darf. Problem vielleicht gelöst, haben wir uns gefragt. Wäre doch komisch, wo die Mieten ansonsten ziemlich angestiegen sind. Meine Kollegin Beate Haselmeier hat dann zu recherchieren begonnen und ist auf ein Haus nach dem anderen in Wien gestoßen, wo zumeist Bulgaren und Rumänen unter unglaublichen Umständen leben und Vermieter sehr gute Geschäfte mit ihnen machen. Aber das Interesse an Reporterinnen und Kameras ist in solchen Häusern erfahrungsgemäß eher gering. Trotzdem hat Beate Haselmeier es geschafft, mit einer Mischung aus Charme und journalistischer Hartnäckigkeit erstaunliche Bilder und Interviews zusammenzutragen. Und sie hat bei diesem Haus in Wien-Simmering begonnen. Das Simmeringer Grätzl, in dem Frau Schmid, Frau Pohaska und Frau Hennmüller leben, war bis vor ein paar Jahren noch beschaulich. Doch dann lernten die drei Nachbarinnen ein Stück Realität kennen, das mit Vorstadtidylle nichts zu tun hat. In das Haus auf der anderen Seite der Straße zogen unzählige Menschen aus aller Herren Länder ein. Das wohnen, wir wissen nicht, zwischen 50 und 70 Leute in einem Haus, das weiß ich nicht, wie groß ist. Und ein paar Kojen dazu. Tag und Nacht. Gestern sind wieder neue gekommen. Sie werden mit Bussen angekarrt, ja. Die Busse sind komplett voll. Und da sieht man, wie voll. Das Geld mit Kosten wegen kommen und wie das Geld ausgetauscht wird. Nicht? Also der muss zahlen, dass er herkommt, nicht? Und die nehmen ihm das Geld das weg. Das haben Sie schon beobachtet? Ja, ganz am Anfang, ja. Vor ein paar Tagen gab es einen Vorfall, der die Damen zutiefst verstörte. Ein Mädchen kam panisch aus dem Haus gelaufen. Die hat nur geschrien, sie will nicht am Strich gehen. Und die anderen Männer sind ihr nachgelaufen. Eben unser hat das gedolmetscht, dann der eine Nachbar. Und die sind ihr nachgelaufen und haben es wirklich, war dann eigentlich geschlagen. Und der Nachbar ist dazu gekommen, der andere Nachbar, jetzt haben sie da ein bisschen eingegriffen. Und die Polizei ist dann auch gerufen worden und dann wisst ihr dann von der Polizei. Die sind wieder weitergefahren, weil sie nicht zuständig waren für den 11. Bezirk. Das Mädchen soll erst 17 Jahre alt gewesen sein. Wir fragen bei der Polizei nach, bekommen aber keine Auskunft. Wir wollen herausfinden, was genau sich hinter dieser verfallenen Fassade abspielt. Von außen sieht das Haus klein aus. Erst beim Hineingehen merkt man, dass es auf einem abschüssigen Grundstück steht und dass es da mehr als eine Etage gibt. Was sagt sie? Ich verstehe sie nicht so gut. Die Leute sprechen nur Rumänisch. Wir versuchen, eine Kollegin am Telefon zu erreichen. Entschuldigung, ich habe auch eine Kollegin, die Rumänisch spricht. Sie spricht jetzt. Kannst du was sagen, Gudrun? Guten Tag, ich bin in Rumänien geboren und lebe seit 30 Jahren in Österreich. Ich werde jetzt für Sie übersetzen. Okay. Guten Tag, mein Name ist Frau Guza. Wie viel kostet ein Zimmer hier? Das Zimmer kostet 600 Euro, aber wir haben keine Möglichkeit, es zu bezahlen. Sie fragt, wie wir das Zimmer gefunden haben. Na ja, über diesen Chef. Wer ist dieser Chef? Ich weiß nicht, wer heißt. Aber ist er Österreicher oder wer ist das? Ja, er ist Österreicher. Aber wie haben Sie den kennengelernt? Über andere Leute haben wir ihn kennengelernt. Aber ist das jemand offizieller?
Nein, wir haben ihn einfach gebeten, dass er uns ein Zimmer gibt. Vor ein paar Wochen sollen hier noch alle Zimmer voll besetzt gewesen sein. Jetzt stehen die meisten leer. Nein, es gibt gar kein Licht. Die Frauen erzählen uns, dass sie nach Wien gekommen sind, um Geld mit dem Verkauf von Zeitungen zu verdienen. Jetzt können wir das Zimmer nicht mehr zahlen. Wir haben kein Geld mehr und müssen wieder zurück nach Rumänien. Vor ein paar Wochen ist Wien zum wiederholten Mal zur Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität gewählt worden. Doch mitten in dieser wunderschönen Stadt gibt es Häuser, in denen Menschen unter elenden Bedingungen leben. Hinter dieser Fassade in der Mollertgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk verbergen sich Dinge, die nicht ins Stadtbild passen. Herr Hozic hat sich vor ein paar Jahren eine Wohnung gekauft. Damals ahnte er nicht, was auf ihn zukommen würde. Vor ein paar Tagen erst hätten wieder 30 Personen im Hinterhof übernachtet. Da hat ich nicht mehr. Ist da jetzt jemand? Ich glaube nicht, aber da sind... Wie groß ist das da drinnen? Das ist 20 Quadratmeter. Wie können da 30 Leute schlafen? Das kann ich mir Fragen nicht vorstellen. Sie die. Verständlich sind die gewohnt. Weil drinnen so wenig Platz ist, hat sich im Garten einiges angehäuft. Vor ein bis zwei Jahren sei die Situation besonders schlimm gewesen. Das war ein Psychoterror. Die haben Frauen und Kinder betteln geschickt auf Maria-Hilfer-Straße, auf Westbahnhof. Und die haben da gesoffen von 10 Vormittag bis nächsten Tag 5 in der Früh. Und das war ein Horrorjahr. Ein Jahr durchs war laute Musik, bis zu 50 Leute da im Hof. Der Vermieter des Quartiers mache gute Geschäfte, erklärt uns Herr Hozic. Ich habe ein paar Mal gesprochen mit den Leuten, was betteln, verlangt pro Person 150 Euro im Monat. Für was? Für eine Matratze? Für einen Platz da in Wohnung. Dass man einer von 20 Personen auf 30 Quadratmetern ist. 150 Euro. 150 Wenn man Euro das jetzt rechnet, 20 Personen, auf 20 Personen dann das sind 3000 Euro für. Auf 3000 Euro für 20 Quadratmeter. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Riesenbuche. Das ist ja eben. Im zweiten Stock seien noch immer viel zu viele Menschen untergebracht. Das sind Bettlerquartiere. Okay. Da, rechts und links. Wie viele? Da wohnen bis zu 30 Leute pro Tag. Schauen wir mal, ob wer da ist. Schau mal. Hallo. TV, Fernsehen. Okay. Guten Tag. Hello, I am from the Austrian TV. Guten Tag, ich komme vom österreichischen Fernsehen. Wir wollen einen Bericht über die Leute, die hier in dem Haus leben, machen. Dürfen wir reinkommen? Okay, thank you. Kein Problem. Die Wohnung besteht aus einer kleinen Küche und nur einem Zimmer. Wir kommen vom österreichischen Fernsehen. Wir wollen einen Bericht über Menschen machen, die in einer kleinen Wohnung auf engem Raum zusammenleben müssen. Wie viele Menschen leben hier? 10 Leute. Aber es sieht ein bisschen mehr als 10 aus. Das ist, weil wir Kinder haben. Für sie brauchen wir auch genug Platz. Aber wie viel zahlen Sie? Um die 400 Euro. 400? Jede Person oder alle zusammen? No, die ganze Familie, alle zusammen. Das ist meine Cousine. Wir verkaufen Zeitungen. Okay. Wie viel Geld verdienen Sie damit? 20 Euro pro Tag. Wir kommen her, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben zu Hause Familie und Kinder. Wir haben es sehr schwer. Wie haben Sie diese Wohnung gefunden? Wir haben einen Freund, er hat uns geholfen. Wie heißt dieser Freund? Das kann ich nicht sagen. Er ist eben mein Freund. Okay.
Und er hat Ihnen gesagt, dass er eine Wohnung hat? Ja, ich habe mit ihm gesprochen und das war kein Problem. Thank you. Goodbye. Glauben Sie, stimmt das, was die Leute uns erzählt haben? Das stimmt nicht, was die erzählt haben, dass die zu zehnt leben. Die wohnen mindestens 15 dort und 15 da. Und dass Sie 400 Euro für das gesamte Wohnareal, für die gesamte Wohnung zahlen, glauben Sie das? Das glaube ich nicht. Ja, weil verständlich haben die Angst, dass die verlieren dann Wohnungen, falls das irgendwo im Fernsehen ausgestrahlt wird. Im selben Haus hat eine Rechtsanwältin ihre Kanzlei. Wir haben ein Treffen mit ihr vereinbart. Auch sie ist über die Zustände im Hinterhof empört. Es müssen eigentlich die Leute, die da gewohnt haben, ja auch leid tun. Es ist ja nicht so, dass es gegen diese Menschen geht, sondern es geht aus meiner Sicht gegen die Vermieter, gegen diese schon beinahe Organisation, die da dahinter stecken muss. Weil das läuft so strukturiert ab, es läuft aus meiner Sicht gut organisiert ab. Die Räume im Hoftrakt, in denen früher oft Dutzende übernachtet hätten, seien als Stallungen und Lager gewidmet, sagt die Juristin. Aus meiner Sicht ist das erbärmlich. Ja, für mich gibt es da keinerlei Verständnis. Und von Seiten der Behörde müsste da tatsächlich, und zwar nicht nur auf unserer Liegenschaft, sondern überall, wo es solche Missstände gibt, hier eingeschritten werden. Das ist zum Wohl von ganz Wien. Schätzungen zufolge soll es in Wien an die 30 Massenunterkünfte geben. Viel zu viele Menschen auf engstem Raum, das führt zwangsläufig zu Problemen. In einem Haus im 20. Wiener Gemeindebezirk wäre es vor kurzem beinahe zur Katastrophe gekommen. Als die Feuerwehr kurz nach 2.30 Uhr früh eintrifft, schlagen bereits Flammen aus einer Wohnung im ersten Stock. Wegen der enormen Rauchentwicklung können die meisten Hausbewohner nicht mehr über das Stiegenhaus flüchten. Rund 200 Personen stehen zum Teil hilferufend an den Fenstern. Die große Anzahl der Bewohner ist für die Helfer überraschend. Den Feuerwehrleuten gelingt es, die Bewohner mit Schutzmasken ins Freie zu bringen. Wie viele Personen sich beim Brandausbruch im Haus aufgehalten haben, ist unklar. Fast alle Hausbewohner kommen, wie sie selbst sagen, aus Rumänien, Indien und Pakistan. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Lösch- und Aufräumarbeiten haben bis 5 Uhr früh gedauert. Wir fahren hin und treffen Männer aus Indien. Sie haben noch versucht, den Brand zu löschen. Die Tür war verschlossen oder? Nein, die Tür war offen. In der Wohnung hat es schon überall gebrannt. Aber eine Person war noch drin, ein Mann war am Gang, er hat uns gerufen. Mein Freund ist hineingegangen und wir haben Wasser geholt und versucht zu löschen. Die Bewohner sollen das indische Lichterfest gefeiert haben. Eine brennende Kerze hätte das Feuer ausgelöst. Der Mann hat hier geschlafen. Hat er das Feuer nicht bemerkt? Er ist aufgewacht, aber er konnte nicht rausgehen. Er war komplett verwirrt. Und es war fast überall Feuer. Es war extrem viel Rauch hier. Jetzt ist alles kaputt, sehen Sie? Wir kennen diese Wohnung. Vor 3 Jahren haben wir genau hier Herrn Suresh kennengelernt. Damals lebten 6 Herren aus Indien in einer Wohngemeinschaft auf engstem Raum. Wie viel bezahlen Sie hier für die Wohnung? Wir zahlen 100 Euro pro Monat. Jede Person? Jede Person, ja. Mitte 250 ungefähr sowas. Aber trotzdem zahlt jede Person 100 Euro pro Matratze. 100 Euro, ja. 6 Betten gab es. Kein schlechtes Geschäft für den Quartiergeber. Der wohne auch hier, erklärte man uns. Er kassiert 600 Euro. Und dann minus, also Strom und Miete, kann man 300 Euro weg. Dann verdienen 300 Euro. Wo sind Ihre Sachen? Also das ist mein Bett. Seite da, so ein Teil, so weiter. Also jedes Bett gibt 2 Leute. Das habe ich heute gekocht, sehr gut, schmeckt auch gut. Und dann, wir machen mit diesem Fen Chapati,
also wie Langos. Wir leben nicht so schön, nicht so gut. Ich denke, nur so kommen Arbeit aus, nur schlafen und aufstehen gehen Arbeit. Die Männer verließen das Haus im Morgengrauen und kamen nur zum Schlafen heim. Sie arbeiteten als Küchenhilfen oder trugen Zeitungen und Werbeprospekte aus. Damit verdienten sie 20 Euro am Tag. Sein ganzes Geld schickte Herr Suresh seiner Frau und den beiden Kindern nach Indien, damit die dort ein besseres Leben hätten. Schmeckt gut. 3 Jahre später wollen wir wissen, was aus Herrn Suresh und seinen Wohnungskollegen geworden ist. War er zum Zeitpunkt des Brands in der Wohnung? Ist er der, den man aus den Flammen retten musste? Niemand kann uns genau sagen, wo er steckt. Einige vermuten, er sei in Indien. Im 3. Stock wohnt einer der letzten Alteingesessenen. Vielleicht weiß er mehr. Herbert Vogt hat alle Hände voll zu tun, die Spuren des Brands zu beseitigen. Das war alles schwarz gestern noch. Da schauen Sie, da drinnen, wo ich nicht rein kann, da sehen Sie es am besten. Der Pensionist wohnt seit 24 Jahren hier. Der viele Wirbel macht ihm zu schaffen. Na, horchen Sie. Das ist den ganzen Tag. So geht es den ganzen Tag. Denn die Wohnungen sind zu klein, die haben nur alle nur Zimmer und Kugel. Das sind 30 Quadratmeter. Und damit spült es sich alles am Gang. Wenn mir das zu viel wird, bin ich draußen und die sind alle sofort in der Wohnung drin. Was sagen Sie dann? Schleichzeug. Da muss eine Ruhe sein. Und von 12 bis 3 ist sowieso gesetzmäßig. Also. Man gewöhnt sich dran. Die verstehen das, wenn Sie sagen. Sie wissen den Ton fein. Ab durch die Mitte. Und haben Sie jemals dran gedacht, da auszuziehen? Da muss ich sagen, ja. Aber ich lasse mich von den Ausländern nicht verdrehen. Und die meine Nachbarin auch nicht. Ja, die ist ja auch 75 Jahre. Wo sollen wir noch heute anfangen? Sicher, auch. Ich könnte es mir leisten, aber ich will es nicht. Für seine 70 Quadratmeter große Wohnung zahlt Herr Vogt 460 Euro. Das ist alles Werkzeug. Also ich bin Mechaniker und Elektriker. Also, und das ist Wohnzimmer. Wir wollen Herrn Vogt unsere frühere Reportage zeigen. Vielleicht kann er uns helfen, Herrn Suresh zu finden. Schauen Sie, Herr Allah, den Gas her, da vergangert man schon der Appetit. Und der Herr, haben Sie den seit dem Brand wieder gesehen? Na, wo ist der? Haben Sie ihn gesehen? Nein, ja nicht. Ah. Was glauben Sie, ist mit ihm passiert? Gar nichts, untertaucht ist er. Waren Sie schon mal drinnen in so einer Wohnung? Nein. Denn ich pflege mit denen überhaupt keinen Umgang. Also. Wir sind damals, vor 3 Jahren, freundlich empfangen worden. Hallo, grüß Gott. Kommen Sie rein. Jedes Zimmer haben 4 große Betts, doppelte Betts. Und in jedem Bett schlafen 5 oder 6 Leute. Das heißt, 4 mal 5 sind 20 Leute? Und 2 Zimmer große, größere von meine, schlafen mit den Kindern, mit den Katastrophen. Keine kaltes Wasser, nichts, nur kaltes Wasser. Heißes Wasser habe nichts, nur ich habe. Die haben alles, und sehen Sie das? Das ist Krankheit. Und da haben wir, der wird schön, so viele Leute da gehen. Gott sei Dank, weil ich bin mehr bei den Schwestern nur hier. Sehen Sie? Da haben viele Familien. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Da treibe ich Beine, futsch.
Sehen Sie? Das ist eine Familie. Die Wohnung besteht aus zwei Zimmern, die damals separat vermietet wurden. Und du auch. Sagen Sie, wie geht es Ihnen hier in dieser Wohnung? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich komme am Abend und gehe in der Früh wieder. Müde bin ich noch beim Aufwachen. Wir haben halt nicht viel Platz zum Schlafen. Wir wären froh, wenn uns jemand eine andere Wohnung geben würde. Nicht umsonst, meine ich. Wir würden ja auch bezahlen. Wie viel zahlen Sie? Meine Familie zahlt 350 Euro für diese Zimmer. Jeden zweiten im Monat kommt einer, dem gebe ich das Geld. Der Rest interessiert mich nicht. Das ist mein Sohn, meine Schwiegertochter. Die Kinder gehören auch zu mir. Meine Frau ist gerade unterwegs. Wir wohnen hier mit Menschen, die wir erst hier kennengelernt haben. Aber wo sollen wir sonst hin? Wenn wir im Park übernachten, kommt die Polizei. Mit den Kindern geht das nicht. Wenn ich allein wäre, würde ich in den Caritas-Lagern schlafen, wo man 1 Euro pro Nacht bezahlt. Aber mit der Familie ist es besser hier, wo wir die Sachen unterbringen können. Ich bin froh, dass ich diesen Platz in Wien gefunden habe. In Rumänien kommen wir nicht über die Runden. Wir haben keine Arbeit. Hier verkaufe ich Zeitungen vor dem Merkurmarkt. Seit 4 Jahren schon. Wie viel verdienen Sie damit pro Monat? 900 Euro. Na, und wenn Sie das sehen, wie die Leute da in Ihrem Haus leben, was löst das bei Ihnen aus? Überhaupt nichts, weil das, da muss ich Ihnen sagen, die kommen aus dem Urwald. Weil offen leben besser als das Volk. Da, die haben ja nichts, nicht einmal für eine Wäsche was. Da gibt es nur Schlafgelegenheiten, sonst gar nichts. Täten Sie in so einer Wohnung leben? Na, überhaupt nicht, ich würde nicht mehr dort einziehen. Na, wenn Sie keine andere Wahl hätten? Da kann ich nicht mitreden. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten keine andere Wahl und können sich nur um 100 Euro so eine Matratze in einer Wohnung mit 6 Leuten leisten. Das kann ich mir nicht einmal vorstellen. Und wenn es dann so wäre, wie würde es Ihnen da gehen? Na ja, dann würde ich schauen, dass ich es verbessere. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, und ich glaube, dass das auch ein Österreicher gar keiner sich vorstellen kann. Wir fragen uns, wer für die Zustände im Haus verantwortlich ist und ob hier jemand gute Geschäfte mit der Not von Zuwanderern macht. Wir finden heraus, dass das Gebäude einem gewissen Stefan Dorschner gehört. Er soll in Wien Favoriten ein Immobilienbüro haben. Wir vereinbaren einen Termin mit ihm. Herr Dorschner führt uns in ein Lokal unweit von seinem Büro. Ich vermiete keine Matratzen. Es gibt Mietverträge, so viel mir bekannt ist, waren Personen im Haus, die Mietverträge angeschaut haben und Einsicht genommen haben in die Mietverträge. Ich weiß nicht, ob Sie das waren, ob das andere Personen waren, aber es gibt es. Die Mietverträge, die es dort gibt, sind ja bekannt. Und da werden Sie in keinem Mietvertrag irgendeinen Hinweis finden, dass eine Matratze oder eine Schlafstelle vermietet wird. Das gibt es nicht. Es gibt einen Mietvertrag über die Wohnung und das ist es. Es ist ja nicht nur bei mir in diesen Häusern so, sondern es gibt ja genug andere Wohnungen, wo diese Familien leben. Ja, wenn Sie da reingehen, ist es überall das Gleiche. Sie finden diese sogenannten Massenquartiere, Sie finden dort dann manchmal diese Polizeieinsätze, wo ein bestimmter Prozentsatz eben ganz einfach keine Aufenthaltsbewilligung hat, sich illegal hier aufhält, kriminell ist oder sonst wie gesucht wird. Das ist eben dort der Alltag. Aber das wird sich in der Brigittenauallee 58
ändern, hat sich bereits geändert und wird sich in der nächsten Zeit noch mehr ändern, noch mehr verbessern, in dem Sinn, dass wieder ein regulärer, normaler Zustand herrscht, wie wir ihn in Wien gewöhnt sind. Warum ist dieser Zustand überhaupt erwachsen in Ihrem Haus? Ja, weil ich den Fehler gemacht habe, ja, und den Zuwanderern aus Bulgarien, aus Rumänien, eben eine Chance eingeräumt habe und gesagt habe, ja bitte, wenn ihr wollt, wohnt da. Ja, und habe sie als Mieter eben akzeptiert. Haben Sie damit eigentlich gut verdient? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil die Praxis gezeigt hat, dass die Herrschaften nicht bezahlen. Wir haben mit vielen Migranten über ihre Wohnsituation gesprochen. Die Geschichten waren teils haarsträubend. Sie handelten von überhöhten Kautionen, illegalen Ablösen und dubiosen Untermietverhältnissen. Vor der Kamera wollten sie darüber nicht reden, aus Angst, die Wohnungen zu verlieren. Denn eine neue Bleibe zu finden ist schwierig. Warum? Das wollen wir bei der Wohndrehscheibe einer Einrichtung der Wiener Volkshilfe herausfinden. Wer auf der Suche nach einer billigen Mietwohnung ist, bekommt hier Unterstützung. 28 Quadratmeter, 419 Euro, ist eigentlich ein Wahnsinn. Wenn man eine ganz kleine, billige Wohnung mieten möchte, auf was muss man sich einstellen? Momentan, bei der aktuellen Marktlage, würde ich sagen, ungefähr 400 Euro. Ja. Manche sind ein bisschen billiger, ja, wie Sie hier sehen, eben diese 352. Ja. Aber in Summe, oder der Großteil der Wohnungen, ist sicher um die 400 bzw. ein wenig drüber. Mhm. Ja. Die Nachfrage wird immer höher, Mieten werden immer höher. Also es gibt keine wirklich billigeren Wohnungen. Ja. Die gibt es in Wien nicht. Die Vermieter können sich ihre Mieter aussuchen. Kleinstverdiener haben da kaum Chancen, sagt Alexandra Adam. Sehr viele wollen jetzt, dass das Einkommen mindestens dreimal so hoch ist wie die Bruttomiete. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt rechnen, eine Miete, die 400 Euro kostet, haben Sie dann, müssen Sie mindestens ein Einkommen haben von 1200 Euro, ja? Um einen Mietvertrag überhaupt abschließen zu können. Migranten seien da die Letzten, die zum Zug kommen. Auch in Salzburg-Stadt ist die Situation äußerst angespannt. Dort sind die Mieten am privaten Wohnungsmarkt seit 2005 um 40% gestiegen. In Bahnhofsnähe treffen wir Herrn Schobesberger und Herrn Schäubel. Sie wollen uns eine Pension der anderen Art zeigen. Reim Schobesberger stammt aus Mazedonien und ist Sozialarbeiter. Heinz Schäubel ist Wissenschaftler. Beide beschäftigen sich seit langem mit dem Thema Wohnungsnot. Guten Tag. Gibt es da eine Glocke? Ja. Ah ja, bleibt da mal. Hallo, ist jemand da? Früher war das ein ganz normaler Beherbergungsbetrieb. Heute wohnen hier Menschen, die sich keine komplette Wohnung leisten können, als Dauermieter. Eines der Zimmer gehört Andreas Mooslechner. Er ist zurzeit auf Jobsuche. Wie lange leben Sie schon da? 3 Jahre. Und warum sind Sie da hergekommen? Weil ich Scheidung gehabt habe und ich habe meine Frau die Wohnung gelassen. Durch das habe ich mir noch was gesagt, weil ich 2 kleine Kinder nicht. Und dass man sozusagen eine richtige Wohnung mit eigener Küche und Bad sich leisten kann, wie sind da die Chancen zurzeit in Salzburg? Mit Salon bist du schwer. Wie viel kostet das, eine kleine Wohnung? Im Freien, brauchen Sie gleich schon mit Gasonier oder was? Über 400 Euro. Die Preise im Freien, am privaten Wohnungsmarkt in Salzburg sind etwa pro Quadratmeter 15 Euro aufwärts. Und das heißt, bei einer 30 Quadratmeter Wohnung ist dann schon mal 450. Wenn man auch was verdient oder was, 1200 Euro, dann zahlst du 400 oder 500 Euro fürs Ding, oder? Entschuldigung. Wie viel er für das Zimmer bezahlt, will uns Herr Mooslechner nicht verraten. Das wolle der Vermieter nicht. Die Duschen und Toiletten sind am Gang. Es gibt nur eine Gemeinschaftsküche. Ich würde sagen, er zahlt 350 Euro. Und was dann Betriebskosten oder andere Nebenkosten noch sind, kann ich nicht sagen. Erfahrungsgemäß gibt es dann noch einen Aufschlag von 50 Euro oder sowas. Was für ein Geschäft macht denn dann der Besitzer dieser Pension hier? Er hat wahrscheinlich 20, 30 Zimmer dieser Art. Das heißt, er verdient pro Monat etwa
Wie viel sind das denn? 6.000 Euro? Das ist nicht schlecht, oder? Und das ist aber alles legal, oder wie ist das einzuordnen in die Gesetze? Das ist legal, das geht auch, wenn er sich an die Auflagen der Pensions-, der Gewerbeordnung hält. Das heißt, in regelmäßigen Abständen gibt es frische Wäsche und es gibt Wäscheservice, es wird geputzt. Dann gilt es als Pension und als Pensionszimmer ist man eigentlich aus dem ganzen Mieterschutz draußen. Wohnungsnot ist ein Phänomen der Städte. Sie wachsen. Platz ist knapp und teuer. Einrichtungen wie diese auf niedersten Wohnstandard, die gibt es in Salzburg bereits seit ein paar Jahren. Das sind ungefähr 10% der wohnungslosen Menschen in Salzburg, die in solchen Wohnbedingungen leben. Da ist Wien noch weit weg davon, aber ich fürchte, das kommt. In anderen Ländern sei die Situation besser, erzählen uns die beiden. In Finnland etwa habe der Staat die Unterbringung der Ärmsten in die Hand genommen. Finanziert wird das mit Geldern der Lotterie. Die Zahl der Obdachlosen sei so halbiert worden. Reim Schobesberger und Heinz Schäubel führen uns zu einer Brücke, unter der oft Menschen aus Rumänien oder der Slowakei übernachten. Noch ist niemand da. Wie viele Menschen leben so unter Brücken? Es ist schwer zu sagen, wenn wir schon Notschlafstelle regulär für 60 bis 70 Leute in Salzburg haben. Das ist dann im Durchschnitt alles, was wir haben. Die restlichen sind bis 160 bis 180, restliche sind irgendwo. Zurück in Wien. Auch hier schlafen Menschen unter Brücken und andere verbringen die Nacht im Notquartier. Eines davon befindet sich im 18. Wiener Gemeindebezirk. EU-Bürger bekommen hier gratis ein Dach über dem Kopf. Am Abend gibt es warmes Essen. Stanislav Bach ist seit 8 Jahren in Wien. Der polnische Maurer ist nach Österreich gekommen, um Arbeit zu finden. In der zweiten Gruft zahlt er nichts für sein Bett. Das war nicht immer so. Ein Kollege, 250 pro Monat. Und wie viele Kollegen haben da in dieser Wohnung geschlafen? 8. 8 Kollegen in einer Wohnung? Ja. Wie viele Menschen waren in einem Zimmer? 4. 4 Menschen in einem Zimmer? Ja. Das heißt, für ein Zimmer wurden insgesamt 1.000 Euro bezahlt. Ist das richtig? Ja. Gut Geschäft. Da hat jemand ein gutes Geschäft gemacht. Ja, nicht für mich. Sie nicht, aber der andere, ja. Aber warum haben Sie das gemacht, dass Sie dafür eine einfache Matratze am Boden 250 Euro zahlen? Das scheint mir viel zu viel. Andere nichts. Keine andere Möglichkeit? Nein, andere ist teuer. Das heißt, deine eigene Wohnung? In Wien ist teuer, ne? 400, 500 plus Strom, Gas. Ja, ja. Und Kaution. Viele der Menschen hier haben früher in Massenquartieren oder Abbruchhäusern genächtigt. Günther Wimmer, der Leiter der Einrichtung, kennt die Geschichten nur zu gut. Was glauben Sie, warum gehen dann Leute letztlich doch eher in ein prekäres Quartier, wo sie 100 Euro pro Matratze zahlen, anstatt hierher? Ein großer Nachteil von Einrichtungen, wie es wir sind, ist sicherlich, dass die Menschen keine Privatsphäre haben. Dann in so einem Schlafsaal mit so vielen Menschen zusammenzuleben, ist natürlich für persönlich schon auch eine sehr belastende Situation. Das heißt, man kann sich nicht zurückziehen, man ist irgendwie einerseits tagsüber auf der Straße im öffentlichen Raum und hat auch dann in der Nacht trotz alledem, auch wenn man einen warmen Schlafplatz hat, das ist schon gut so, aber noch immer nicht dieses Bedürfnis befriedigen kann, sich auch einmal zurückzuziehen und einmal für sich sein zu können. Männer und Frauen werden hier getrennt. Das schrecke manche ab. Und auch die vielen Alkoholiker, die nicht immer angenehme Mitbewohner sind. Es ist also das letzte bisschen Privatsphäre, das um teures Geld vermietet wird. Wien-Margareten, Fendigasse Nummer 9. Hier sollen Menschen in abgeteilten Räumen untergebracht sein, die nur 10 Quadratmeter groß sind. Und sie sollen dafür 300 Euro pro Monat bezahlen.
Das berichten uns Anrainer. Herr Eder und seine junge Familie besitzen eine Eigentumswohnung in dem Haus. Selbst im Keller haben sie Absteigen entdeckt. Das ist halt das Lüftungsloch für die Wohnung dahinter. Und wo führt dieses Loch da oben jetzt genau hin? Naja, zu dem in die damalige Garage. Und das wurde ja umgebaut und jetzt wohnen da auch Menschen. Schon mehrmals haben Hausbewohner bei den zuständigen Behörden Beschwerde eingereicht. Also das ist ein Umstand, der seit 2009 bekannt ist. Und bis jetzt nicht geändert wurde? Nein. Auch Klagen gegen den Besitzer der Quartiere hätten nicht viel geändert. Die Wohnung von Familie Eder liegt einen Stock höher. Sie ist fast leergeräumt. Die Familie will ausziehen. Eines Tages kommen wir von der Arbeit nach Hause und vor unserer Tür ist eine riesige Blutlache. Mein Mann und ich wussten natürlich nicht, was da los ist und eben Polizei und alles war schon im Aufbruch und wir haben dann erfahren, dass sich da zwei, die halt da unten in dem Quartier wohnen, wohl, also das ist alles uns so berichtet worden, wohl mit dem Messer attackiert haben. Wenn jetzt in der Nacht, was halt oft war, da unten ziemlicher Lärm geherrscht hat, dann schicke ich natürlich meinen Mann nicht mit gutem Gewissen runter und sage, bitte klopf an und sag, die sollen leiser sein, weil halt solche Dinge passieren. Wir versuchen mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, doch niemand will mit uns sprechen. Das Schlimme ist, offensichtlich macht irgendjemand damit ein Geschäft. Oder profitiert davon? Weil warum nehme ich diesen immensen Berg an Behördenschwierigkeiten, Klagen und Co. auf mich, wenn das nicht was bringt? Also muss das ja lukrativ sein. Hallo. Hallo. Sie wohnen hier? You speak English? Wo leben Sie? In Rumänien. Ich komme aus Rumänien. Leben Sie in dem Haus hier? You live in the house? Ich lebe hier bei Freunden, meiner Familie. Wie viel bezahlen Sie für Ihre Wohnung? 15 Euro. 15 Euro? Nein, 50. Ach so, 50. Wie groß ist Ihre Wohnung? Nicht so groß. Können Sie uns mal Ihre Wohnung zeigen? Nein, das kann ich nicht, sorry. Wir wollen wissen, wem die Wohnungen gehören. Der Besitzer, der im Grundbuch steht, ist insolvent. Anrainer haben uns erzählt, dass ein Herr namens Murat Gentsch die Wohnungen gekauft hat. Den Namen hören wir nicht zum ersten Mal. Auch das Haus in Simmering und die Wohnungen in der Mollertgasse sollen ihm gehören. Nach vielen Anrufen und eingeschriebenen Briefen an den Herrn erreicht uns kurz vor der Sendung ein Antwortschreiben. Darin heißt es: Den Anständen in den Wohnungen Fendigasse 9 und Mollertgasse 48a versuche ich selbst seit geraumer Zeit Abhilfe zu schaffen, erfahre dabei jedoch von Seiten der diversen Behörden und anderen Stellen so gut wie keine Unterstützung. Herrn Gentsch sei beim Kauf der Wohnungen zugesagt worden, dass diese bestandsfrei, das heißt unbewohnt sind. Er fühle sich mit dem Problem alleingelassen. In Bezug auf das Haus in der Mautner-Markow-Gasse schreibt uns Herr Gentsch, dass es leer bzw. zum Abbruch steht. Sollten Unbefugte dort nächtigen, würde das einer Besitzstörung gleichkommen. Interessanterweise erreicht uns auch ein Brief von einem Autor, der sich als der Vermieter bezeichnet. Er schreibt in Bezug auf das Haus: Herr Gentsch ist zwar Eigentümer dieser Liegenschaften, diese werden jedoch von einer dritten Person, welcher Hauptmieter ist, an die Mieter untervermietet. Die Zimmer kosten zwischen 200 und 300 Euro, abhängig von der Größe, und wenn mehrere Leute in einem Zimmer wohnen wollen, hat das nichts mit dem Vermieter zu tun. Zudem sind im Mietpreis die Kosten für Strom und Gas sowie Heizung und eine Putzfrau, welche zweimal die Woche kommt, inbegriffen. Man helfe den Mietern nur, denn sonst würde ihnen in Wien niemand ein Quartier geben. Wir haben im Laufe unserer Recherche viele Elendsquartiere gesehen. Wir fragen uns, ob es keine Gesetze gibt, die Wuchermieten und Massenquartiere verbieten. In der Wiener Arbeiterkammer gibt es einen Juristen, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Walter Rosifka ist bereit zu einem Interview.
Was kann man jetzt von rechtlicher Seite gegen solche Unterbringungen, wo für Schlafkojen 300 Euro verlangt werden, tun? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Hier könnte man zur Schlichtungsstelle gehen und könnte einen Antrag stellen auf Feststellung des gesetzlich zulässigen Mietzinses und dann halt die Differenz zurückklagen. Das ist die zivilrechtliche Seite. Da bedarf es aber sozusagen der Menschen, die sich wehren und wenn die Angst haben, aus welchen Gründen auch immer, wenn die in einer Zwangslage sind und das nicht tun, dann muss sozusagen von außen jemand kommen und muss dann allenfalls mit Verwaltungsrecht oder Strafrecht kommen. Und hier wäre an und für sich eben der Paragraph der 155 des Strafgesetzbuches, der Sachwucher, ein möglicher Angriffspunkt, eine Hilfe. Da müsste eben zum Beispiel die Polizei, wer auch immer diesen Tatbestand dort erhoben hat, dann eben die entsprechende Anzeige machen bei der Staatsanwaltschaft. Aber das heißt, rein wenn man die Gesetzeslage in Österreich hernimmt, dürfte so etwas nicht existieren, wenn ich das richtig verstehe? Also nach meiner Auslegung der Gesetze ja, das dürfte nicht existieren. Es gibt also einen Paragraphen, der Mietwucher verbietet. Bis zu 3 Jahre Gefängnis stehen darauf. Wir recherchieren weiter und erfahren, angewendet wird er praktisch nie. Wir fragen uns, warum. Was tun die Behörden gegen Missstände? In Wien gibt es eine eigene Einsatztruppe des Magistrats, das Büro für Sofortmaßnahmen. Wir haben die Truppe schon einmal zu einem Einsatz begleitet. Wissen Sie was? Im ganzen Haus, in allen Wohnungen sind lauter Illegale. Das ist ein Horror. Alle Topsen, alle im ersten alles. Stock, alle, voll. alles. Im zweiten Stock hinten, das war ein Abstellkammerl, 10 Jahre warum lang. Haben Sie nicht so ein Dorf, 18 ist so viel? Da sind 15 drin, Rumänen und Bulgaren, die machen ja nicht auf. Ja, da schon hier 15 ist zu, oder? Da wird niemand. Danke schön. Sind Sie Deutsch? Ja, bitte. Bitte. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4 Schlafstellen. Draußen 6 und ganz draußen eine. Sind also 11 Schlafstellen. Engst im Raum. Wie viel Quadratmeter? Ja, das wird vielleicht haben. 40 Quadratmeter. Ja, maximal. Was machen Sie hier in Österreich? Ah, ich weiß nicht. Arbeit. Schwester? Welche Arbeit? Baustelle. Kommen Sie bitte her. Haben Sie einen Ausweis da? Reisepass, Personalausweis? Ja, geben Polizei. Polizei? Ja. Gut. Dass so viele Leute in einer Wohnung leben, was sagen Sie da dazu? Also nicht nur Sie, sondern auch die beteiligten Personen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bauordnung gibt es keine Begrenzung von Schlafstätten pro Quadratmeter. Da gibt es keine Limitierung. Wie heißt die Tante? Die Tante ist Spazierin, ja. Wie heißt die Tante? Die Bewohner geben an, bei ihrer Tante auf Besuch zu sein. Sie wohnen umsonst da. Ja, was zahlen Sie der Tante? 200 Euro im Monat. Tante sprechen? Ja, ich weiß nicht. Ja, wann kommt die Tante? Was ist das Fazit von dem Einsatz? Die Leute sagen ja, sie zahlen nichts. Sie wohnen da quasi bei der Familie gratis. Ja. Glauben Sie das? Es kommt nicht aufs Glauben an, sondern auf die Beweislage und ich konnte nicht das Gegenteil beweisen. Wie könnten Sie das Gegenteil beweisen? Mit einer niederschriftlichen Aussage der Betroffenen, die aber nicht zustande gekommen ist, weil sie behaupten, sie zahlen nichts. Auch vor Gericht haben Geschädigte häufig Angst, auszusagen. Die Vermieter kommen meist mit Verwaltungsstrafen und baupolizeilichen Auflagen davon. Wir verabreden uns mit Walter Hillerer. Er ist der neue Leiter des Büros für Sofortmaßnahmen. Immer wieder haben Bürger kritisiert, dass die Behörden zu zögerlich einschreiten. Warum kann das Büro für Sofortmaßnahmen nicht sofort einschreiten, wenn Missstände entdeckt werden? Das Büro für Sofortmaßnahmen kann sofort einschreiten, wenn wir vor Ort Gefahr im Verzug feststellen. In dem Fall, wo es nur zu Rückbauten kommt, wo keine Gefahr im Verzug ist, müssen wir natürlich den Rechtsweg beschreiten und der setzt eben voraus, dass wir Fristen einhalten. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Deswegen scheint es manchmal länger zu dauern, als die Leute Geduld haben.
Zurück an der Brigitte-Nauerlände. Nach dem Brand wird im Haus Nummer 58 jetzt saniert. Wir erfahren, dass Herr Suresh, der Herr aus Indien, wieder aufgetaucht ist. In dieser Wohnung sei er untergekommen. Interview will Herr Suresh keines mehr geben. Ein Nachbar erzählt uns, dass der Hausbesitzer den Mietern geraten habe, uns nicht mehr in die Wohnungen zu lassen, was dieser übrigens bestreitet. Allzu viel scheint sich in dem Haus nicht verändert zu haben. Ja, und so geht das den ganzen Tag. Jetzt bringen sie wieder was an jetzt, ne? Und wenn sie es nicht brauchen, stellen sie es dann irgendwo hin. Glauben Sie, ist der Hausbesitzer schuld an den Zuständen in dem Haus? Na ja, nicht ganz. Weil er tut ja die Wohnung eh herrichten. Nur das, was dann einzieht. Also, nur ein Österreicher zieht sicher nicht ein. Wer ist dann schuld an den Zuständen in dem Haus? Na ja, es sind die Leute selber. Ne? Wer ist verantwortlich? Die Vermieter? Die Mieter, die Behörden? Und was kann man tun gegen Mietwucher und Massenquartiere? Diese Fragen haben wir uns immer wieder gestellt. Solange das Armutsgefälle in Europa groß ist, werden weiter Menschen im reichen Österreich stranden. Sicher wissen wir nur eines: Wegschauen ist keine Lösung.